Der kleine Mustafa wird geschminkt. Seine Tante Medea malt ihm eine Flagge auf die Wangen. Denn die Kurden aus Magdeburg wollen heute bei einer Demo Farbe bekennen. Gegen die türkische Regierung Erdogans. Die ganze Familie ist zusammengekommen, um sich vorab noch mal zu besprechen. Mustafa steckt dabei in der Uniform der türkischen Befreiungskämpfer. Ja, das sind von unseren Freiheitskämpfer. Also wir nennen die ja Guerilla. Und diese Hose tragen die, weil zum Beispiel, wenn sie jetzt schießen, dann wissen die nicht ganz genau, wo die Beine sind. Das klingt für uns schockierend, für die kurdische Gemeinschaft ist es Teil ihres Alltags. Schließlich haben viele von ihnen Verwandte in den Krisengebieten. Deshalb berühren sie die Kriegsbilder auch besonders, die aus der syrischen Region Afrin gerade die Welt erreichen. Ich werde sehr traurig. Es gibt sogar Momente, insbesondere wenn ich Zivilisten sehe, im Sinne von Frauen und Kinder, die vergewaltigt werden, die umgebracht werden, die gefoltert werden. Das tut mir weh. Innerlich, also ich kriege Gänsehaut. Mitte Januar hatte die türkische Armee eine Offensive im Norden Syriens gestartet, um die Autonomiebestrebungen der Kurden in diesem Gebiet zu unterbinden. Wie inzwischen bekannt ist, auch mit deutschem Kriegsgerät. Die Panzer, die ihr jetzt von Deutschland bekommen habt, sind jetzt theoretisch gegen uns, die kurdischen Zivilisten in Rojava bzw. in Syrien eingesetzt. Deshalb sagen wir nein. Medea engagiert sich deshalb im kurdischen Kulturzentrum der Landeshauptstadt sehr für die Vorbereitung der Demonstration in Magdeburg. Befürchtungen, dass der türkisch-kurdische Konflikt auch hierher getragen werden könnte, widerspricht die junge Frau jedoch. Es liegt eher daran, dass wir im Übermaß sind, wir Kurden. Wir haben 2, 3 Familien, türkische Familien hier, aber da man sich lange kennt, hat man die Politik auf eine andere Seite gebracht, die Sicht des Politikers auf eine andere Seite gebracht und die Freundschaft bevorzugt. Wenig später vor dem Magdeburger Hauptbahnhof, Kurden aus der ganzen Region machen lautstark auf die Situation ihres Volkes aufmerksam. Medea ist natürlich auch dabei. Ich fühle mich sehr stark, weil unsere Leute sich den gleichen Schmerz haben, spricht man halt wirklich jedem aus der Seele. Die Demonstration bleibt friedlich und zieht ohne Zwischenfälle durch die Magdeburger Innenstadt.